Sollten wir vielleicht den Bart Markus mitnehmen? Wie ich bereits anmerken muss, Kapitän, ich kann nicht mehr zaubern. Dann holt ihn, verdammt. Sicher doch. Du da! Holt Boltax und Sudamit von unter Deck, ja? Die sitzen in der Kapelle. Und jedenfalls, während du den Befehl gibst, da könnt ihr spüren, unten in der Kapelle, wie etwas eindringt. Erst sind es die geisterhaften Finger, die Tentakel, wie sie an den Wänden, an den Gläsern vorbeischrammen und kratzen und dann eindringen. Und plötzlich, Zulamin, kannst du etwas in deinem Rücken spüren. Ich stehe gerade vor der Kombüse, weil ich das Salz holen wollte. Wenn ich diese Kälte in meinem Rücken spüre, dann fahre ich herum. Du siehst vor dir einen Geisterkrieger, so wie du dir einen Piraten vorstellst, mit leeren Augenhöhlen und einem wimmernden Klagelaut, geht er zum Angriff über. Initiative. Geisterkrieger würfeln 2W6. Dann ist aber der 21. Putzig. Solange, wie viel Ini hast du? Oh, mehr, okay. Vermute ich. Ja, er möchte angreifen und zwar zweimal. Er verteidigt nicht. Kann man Geist parieren? Das finden wir jetzt heraus. Dann versuche ich ihn mit dem geweihten Säbel zu parieren. Ich nehme an, ich muss auf Schnellziehen zurückgreifen. Das heißt, ich ziehe beide Säbel in freien Aktionen. Ja. Kannst du nicht vorziehen und ihn vorher kaputt hauen? Guter Punkt, ja. Kannst du auch machen. Dann machen wir mal einen Angriff und schauen, ob der Säbel irgendeine Art von Substanz findet. 4er Wuchtschlag. Ja. Mike, das Wirkung? Deine Waffe ist geweiht, ja? Ja. Sie ist aber nicht magisch. Ja. Sie ist nicht magisch, nein. Okay, gut. Deine Waffe schlägt zu. Du verwirbelst so ein bisschen seine Essenz und du weißt nicht, ob du Schaden gemacht hast. So, zumindest spürst du keinen Widerstand. Wie viel Schaden machst du? Mal gucken. 13. 13, zusammen mit deinem Wuchtschlag, okay. Und du willst noch eine Attacke machen, ne? Ist die Frage, wenn das nicht wirklich Wirkung zeigt, dann hebe ich mir die 2. Jawohl, dann schlägt er wahrscheinlich auch durch mich durch. Das werden wir dann sehen. Er schlägt zumindest zu. Ich denke, Zulamin ist ratlos und versucht zu parieren, wenn ihr Schlag schon nicht gewirkt hat. Ja. Können Geister kritten? Dämonen können es nicht nach deiner Aussage. Natürlich, Dämonen können kritten. aber die, ja. Die 20 ist zumindest keine bestätigte 1, ja. Dann hast du nur die halbierte Parade. Genau. Du darfst natürlich parieren. Scheint ja nicht erschwert zu sein. Nö, erstmal nicht. Das war die erste und die zweite, denn er hat ja zweimal angegriffen. Oh ja. Ja, also, jetzt ist er vorbei, jetzt hast du das ganze Glück aus den Würfeln rausgeholt. Ja, ich jetzt gibt's auch. Nur noch Patzer. Nein, die Patzer gab's bei mir. Gut. Das war die erste Kampfrunde. Wie gesagt, du wirst angegriffen und du kannst auch um dich herum, vor allem auf der anderen Seite der Kombüse, kannst du jetzt wohl auch spüren, wie dort hinten jemand hämmert und dann einiges Chaos passiert. Dann stürzt wohl irgendwas um und die Tür springt auf, vor dir steht Zeltschirm. Ah, sie sind überall hier! Sie sind hier! Dann läuft er weg. Nächste Kampfrunde. Ich möchte darauf hinweisen, dass Rafim sich in Sichtweite befinden müsste. Ja gut. Ich versuch's mal mit Reden. Ich schreie den Geist an. Haltet ein! Im Namen der Götter! Ja, Rafim, du kannst das natürlich hören. Auch würfel du mal bitte eine Initiative. Denn auch du spürst einen Schatten, der hinter dir auftaucht, aus dem geisterhaften Nebel. Ja. Und ich führe den zweiten Schatten eben auch auf der 21. Ich habe aber nur die 17, weil ich ja den Peilers in der Hand habe. Ja, alles gut.
Und ja, du spürst natürlich auch, dass du damit angegriffen wirst. Du kannst sie sehen, wie sie dort im Flur steht und kämpft. Und dann kannst du den eigenen Säbel in deinem Rücken spüren. Ich muss ja zuerst handeln. Ich würde auch versuchen, das Ding zu hauen. Ja, alles klar. Auch er zieht zweimal vor und würde angreifen. Ich mach schon mal alle Attacken. Die ersten zwei sind für Zulamin, die anderen beiden sind für Rafim. Drei würden treffen. Ich versuche einmal zu parieren. Klappt, und dann drücke ich ihm 5er Wuchtschlag. Aua. Okay, jetzt geht's los mit den Patzern. Ja, im Edgar Patzer. Aber nicht getroffen. Aber kein Patzer ist hier wichtig, damit du die Aktion nicht verlierst. Ich habe auch nicht gepatzt, aber der eine Schlag müsste mich treffen. Mhm. Dann bekommst du 5 plus 3 Trefferpunkte Ausdauer. Also es ist kein Ausdauerschaden, es ist nur ein Ausdauerverlust. Die geisterhafte Klinge geht durch deine Rüstung hindurch und du spürst einfach nur die Kälte, die durch deinen Körper hindurchzieht. Du bist aber nicht verletzt. Es ist einfach nur kalt. Bitte die Ausdauer abziehen. Okay, dann hat Rafim die Attacke Pylos, Bestätigungswurf. Das war deine erste Attacke, ne? Ja, und einmal habe ich pariert, also ich bin auch durch. Okay, dann bist du fertig. Du bekommst auch einmal Schaden. Aber ich habe doch pariert. Ja, aber einmal, ne? Einmal hast du pariert. Ja, greifen zweimal an. Ja, ich bin doch nur einmal getroffen. Oder war Zulamin zuerst? Ach, nee, stimmt. Nein, du hast recht. Die 15 war für dich, die 15 ist nicht getroffen. Verzeihung. Ich würde nochmal angreifen. Ich versuch's diesmal mit einem 10er Wuchtschlag. Auch wenn es sich nicht so wahnsinnig sinnvoll anfühlt. Ach, kein Gedanke rein. Das ist misslungen. Okay. Dann spürt ihr, wie gesagt, die Kälte, die in euch hochkriecht, vor allem Zulamin, nachdem sie dann in der Brust getroffen worden ist. Nächste Kampfrunde. Ich muss ja zuerst handeln, ich drücke wieder einen 5er Wuchtschlag, hoffentlich diesmal treffe ich auch. Würde treffen. Ja, ich treffe jeweils einen von euch. Ich möchte vorziehen. Mach ich denn Schaden? Ich baue erstmal die Erschwernis ab. Wie viel Schaden machst du denn? Attacke 9, getroffen. Warte, ich mache 28 Schaden mit... Meine Waffe müsste ja magisch sein. Deine Waffe ist magisch, genau. Ungeweiht. Und der Geist zergeht. Kannst ihm also den Kopf abschneiden. Du siehst wohl, wie er wohl so ein geisterhaftes Fernrohr noch irgendwie an seinem Gürtel baumeln hat. Zerteilst ihn und das Fernrohr und dann zerfließt er in geisterhaftem, schmierigem Nebel und lässt so eine Art Protoschleim auf dem Deck zurück. Dabei kannst du auch sehen, wie weiteres Küchenpersonal an euch vorbei stiebt und irgendwie ins unteren Teil des Schiffes läuft, wo noch die anderen Matrosen sind. Und auch Zulamin kann Schaden machen. Doppelter Schaden, auch wenn es nur 8 ist, aber das reicht. Und auch du kannst dann deinem Geist den Kopf abschneiden, da der dann in einem hohen Bogen, auch wenn er nur noch leere Augenhöhlen hatte, dich dann aus den toten Augen anstarrt und dann vergeht, gemeinsam mit seinem abgeschnittenen, abgetrennten Hut. Zulamin starrt nach einem Moment mit aufgerissenen Augen ins Leere und rennt dann die paar Meter zu Rafim rüber. Was war das? Ja, ich bin nicht sicher, aber ihr solltet auf den Kopf zielen. Ja, es scheint so. Es hat euch getroffen, geht's euch gut? Ich bin nicht sicher, mir ist kalt. Aber ich sehe kein Blut. Ich würde mal mit einer Hand Rafim mit Zulamins Hand greifen. Ist sie auch kalt? Also fühlt sie sich kalt an? Ja, doch, schon. Voltax hat gesagt, wir sollen Salz holen. Vielleicht braucht ihr eine Decke. Vielleicht, Sie haben den Smoothie geklaut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alrik ist weg. Alrik? Oh nein,
Nicht Alrik, den mochte ich so gerne. Wirklich? Also ich hatte in letzter Zeit eher zu viel von Alriks. Sulamin, das war nicht ernst gemeint. Aber wollt ihr immer noch Salz holen? Ich würde mal da reinmarschieren. Naja, gute Herren, gute Damen, ich brauche Salz. Da, in den Fässern, nehmt euch. Ja gut, dann schnappe ich mir irgendeinen Kartoffelsack oder sonstigen und schaufle da Salz rein. Weil wenn Boltak sagt, wir sollen Salz holen, dann holen wir Salz. Ja, ich würde einmal meinen Kopf aus der Kajüte raushalten. Trak, komm her, du musst Salz tragen. Ich komme. Und dann würde ich meinen Jungs und Mädels anfangen, die Salzfässer einfach entgegenzuwerfen. Ja, die kommen dann auch und tragen Salzfässer. Du kannst den Sack wieder hinlegen, Sulamin. Ja, ich glaube, das ist genug. Dann schnell nach oben. Ja, derweil, Serpentino, du wolltest nach unten, richtig? Ich wollte mit Abelmir mitgehen. Ich habe jemanden nach unten geschickt, der laufen soll, um jemanden zu holen. Gut. Ich weiß nicht wen, bin erst bis näher rumstand. Ob der wirklich gelaufen ist, ist eine andere Frage. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Du bist halt irgendjemand, den niemand kennt. Naja, ich stand neben dem Captain. Darf ich eine Probe ablegen? Ja, überreden. Überreden. Lügen zählt nichts und dann sehen wir uns das an. 11? Ja, das soll reichen. Auch wenn der unterm Abergläubisch und Angst und alles, wenn er da hat, aber der läuft los. Der kommt auf jeden Fall nicht zurück, sobald er seinen Auftrag erledigt hat, da können wir uns sicher sein. Ja, das kommt er nicht. Ja, und dann während ihr dann mit euren Salzfässern und Säcken nach oben lauft... Warum haben wir eigentlich fässerweise Salz an Bord? Könnt ihr zum Pökeln, sehen, wie es ist kein Junge, es ist wohl einer von den Maulwürfen, kommt euch entgegen. Der verrückte Alchemist hat gesagt, er braucht euch. Irgendwas mit dem Kapitän. Die wollen wohl rübergehen aufs andere Schiff. Magister. Sein Titel ist Magister, aber danke. Der Alchemist halt. Ja, das ist mit Sicherheit eine sehr beschissene Idee, aber die hat der Kapitän ja öfter. Wollen wir zu Lamin? Ja, dann laufen wir nach oben und sehen da so die Lage. Ist Boltax immer noch in seiner Kajüte? Rufe ich einem von den Dukatengardisten zu. Ich bin in der Kapelle, wo ihr mich hingebracht habt. Boltax, wir haben das Salz. Ja, seht ihr? Geister, ich habe es euch gesagt. Geister, wir müssen klug vorgehen. Geister sind sehr gefährlich. Ja, wir hätten auf euch hören sollen. Sollen wir den Salzkreis oben um das Steuerrad legen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Ihr hättet auf den klügsten Magier an Bord hören sollen. Na, das nächste Mal hört ihr auf mich. Na? Ja, Boltax, entspann dich. Mit diesen Worten würde ich Trak eins der Fässer aus der Hand reißen und oben um das Steuerrad einen großzügigen Salzkreis ziehen. So, Boltax, zufrieden? Ja, das ist, das wird helfen. Dann wird sich kein Geist an unserem Steuerrad zu schaffen machen. Nun, wir sollten... Wir wurden angegriffen unter Deck von zwei Geistern. Ihr solltet auf jeden Fall etwas Wolle in euren Taschen tragen. Ihr könnt sehen, wie Marcheska Palligan, schwarz wie sie ist, neben euch auftaucht. Habt ihr eventuell die anderen gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie jetzt drüben auf das andere Schiff wollten, aber ich vermisse die Geweihten. Wartet, was? Sie sind aufs andere Schiff? Jemand sagte etwas davon, dass Abel mir das Schiff erkunden wolle. Der Nebel ist zu dicht. Marcheska, ganz wichtige Frage. Wo ist Angroschminia? Ich weiß es nicht. Ich suche zumindest nach Hasswolf. Wir müssen aufs andere Schiff. Wenn Angroschminia auf dem anderen Schiff ist und da sind Geister, wir müssen Angroschminia retten. Rafim. Nun, ja. Wir lassen dich nicht allein gehen, Boltax, also, ja. Gut. Ja, auf geht's. Ich weiß auch nicht, warum ihr euch so anstellt. Ihr müsst einfach auf den Kopf zielen. Ihr kennt meine vertikale Herausforderung, oder? Das mit dem Kopf wird nicht so leicht für mich.
Ja, Bulldog, ich hab dir schon oft gesagt, dass du noch mal ein bisschen wachsen sollst, aber du willst ja nicht hören. Das geht nicht so leicht. Und das ist jetzt auch die falsche Zeit, um das zu diskutieren. Sulamin, Rafim, wir gehen nach drüben. Ich bin offensichtlich der mit der meisten Befehlsgewalt gerade. Alle anderen Stellung halten. Wir regeln das. Die Eingreiftruppe rückt aus. Ich würde mich zu Sulamin rüberbeugen. Ist schon irgendwie niedlich, wenn er Befehle gibt, nicht wahr? Ich habe ein bisschen das Gefühl, als würden wir in einer großen Silenziumblase stecken. Es ist zwar nicht genauso, weil... Nun ja, wir können uns unterhalten, aber... Hört ihr etwas von den anderen? Kapitän! Meint ihr nicht, dass das der Nebel ist? Der Nebel sollte Geräusche eigentlich viel besser transportieren. Aber ich kann nicht mal von unten die panischen Matrosen hören. Nun, dann lasst uns hoffen, dass es nicht daran liegt, dass sie tot sind. Nun, ich bin einfach nur dafür, dass wir aufpassen sollten, aber ihr wurdet bereits angegriffen, oder? Wurden wir. Und unsere Waffen haben irgendwie etwas ausgerichtet, wenn auch gefühlt zu wenig. Das ist zumindest merkwürdig, weil wir wurden dort nicht angegriffen. Ihr sagtet, ihr seht keinen der Geweihten mehr. Sind sie mit Abelmir gegangen? Nun, zumindest zwei Geweihte sehe ich vor mir. Nun... Haswolf stand an der Reling. Dort, wo es rübergeht zum anderen Schiff, aber... Nun... Kohlrab habe ich dort noch gesehen. Ich weiß nicht, ob Diamantis mit rübergegangen ist. Schauen wir einfach mal, ob sie dort immer noch stehen oder ob sie auf der anderen Seite sind. Gebt mir eine Einschätzung. Dieses Geisterschiff kommt vom Grund des Meeres, ja? Also, müssen wir davon ausgehen, dass wir es hier mit einem Werk der Ersäuferung zu tun haben? Das weiß ich noch nicht. So einfach sind solche Phänomene oft nicht zu erklären. Wenn sie Angroschmin hier haben. Wir müssen diese Geister bezwingen. Los! Ja, so könnt ihr den unvollendeten Salzkreis an eurem Steuerdeck unvollständig lassen, nach unten treten und an der Reling sieht zumindest noch Magistra Kohlrab, die dort nach drüben schaut. Sulamin besieht sich mal, wie dieses andere Schiff an unserem Fest gemacht ist. Du kannst sehen, muschelverkrustet wie es ist, hat sich da wohl einige Widerhaken gebildet. Und auch einige Gesichter, die auf der Außenhaut aus dem Holz entstanden sind. Einige Arme, die jetzt geisterhaft aus dem Holz nach eurem eigenen Schiff greifen und das festhalten. Tausende von ihnen. Es wird wohl keinen Sinn haben, die Handwerker darauf anzusetzen, uns freizuklopfen. Dafür werden sie zu ängstlich sein. Greifenmund. Was? Was ist mit Yalan? Er ist fort. Muss uns jetzt nicht kümmern. Angoshminia ist das Ziel. Gut, dann ich helfe euch hinüber. Danke. Ja, derweil Abelmir stehst gemeinsam mit Serpentilio auf der anderen Seite. Betrachtest wohl die schmierigen Planken unter dir, die so ein bisschen knarren, auch wenn du dich gar nicht bewegst. Dein eigenes Schiff ist ziemlich ruhig, ziemlich still, ziemlich tot. Auch wenn du dich umblickst, du kannst von den anderen Matrosen nichts erkennen. Nichts, was du hier sehen kannst. Dann hörst du ein weiteres, einen dumpfen Aufschlag und du kannst die schweren Stiefel von Diamantis neben dir erkennen. Ja, da seid ihr ja. Nun, wo denkt ihr, sind die Anführer dieser Geistermeuter? Oben an dem Deck, am Steuerrad? Die viel wichtigere Frage ist, wo sind unsere Dukatengardisten? Ich kann hier nicht mal nichts anderes als unseren eigenen Schritte auf diesem Schiff hören. Wo wird ihr Kapitän, wenn ihr Kapitän wird? Noch nicht, wir am Steuerrad. Und dann schlage ich vor Ort, wir sehen uns dort zuerst um. Na gut. Ich schätze mal hier etwa die Richtung ein und würde mich in die Richtung mal wenden. Bleib dicht bei mir. Oh, Galeeren sind ja glücklicherweise relativ länglich gebaut, das sollte kein Problem sein. Haltet euch auf alles gefasst, Kapitän. Wir dürfen hier niemanden verlieren. Ich klammere mich an meinen Stab und gehe hinter beiden in Deckung und los geht's.
Ja, so könnt ihr von dem kleinen Deck hier, müsst ein bisschen aufpassen, da gibt es wohl auch noch das ein oder andere Loch, durch das ihr nach unten stürzen könntet, in den Innen, in den Frachtraum. Über euch sind die geisterhaften Segel wohl immer noch gebläht, auch wenn es sich nicht bewegt, nur noch die Schwaden, noch einige Aufhängungen für die Taue zum Spleißen, auch wenn hier schon lange nichts mehr passiert ist, einige Algen, die dort noch entlang hängen, wenn ihr dann die schwierigen Stufen nach oben tretet, die ein weiteres Mal knarren. Habe ich euch eigentlich schon einmal darüber informiert, dass ich relativ unwohl gegenüber toten Wesen empfinde? Nun, ihr werdet euch wohl dann gewöhnen müssen auf unserer Fahrt. Macht das runter. Jetzt sind wir hier. Und wir haben eine Aufgabe. Oje, 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 oje. Zeigt euch! Ja, und wenn ihr dann nach oben an das höchste Teil des Schiffes von der Admiralin Misa von Rulkadu kommt, dann findet ihr dort den Knochenadmiral. Ein untoter Kapitän, der dort vor euch aufragt. Groß wie er ist, sicherlich 2 Meter, mit zahlreichen Auszeichnungen. Er schaut dich aus toten Augen an, die vor einigen Jahren lackert sicherlich mal auf dem Meeresgrund. Blickt dich an, Kapitän Abelmir. Er legt seinen Kopf ein bisschen schief und er scheint dich zu erkennen. Wer seid ihr und was wollt ihr von uns? Ich bin Rudon von Dabonia. Und ihr schuldet mir Seelen. Ich schulde euch Seelen? Ich schulde euch gar nichts. Ich schulde euch höchstens einen Tod, und zwar euren. Wir sollen euch schöne Grüße von Palegan bestellen. Folgt mir ins Innere. Denn wir haben etwas, das euch gehört. Und damit springt er durch die Planken ins Innere des Geisterschiffes und verschwindet. Wir werden in dieser offensichtlichen Falle Kapitän, wir werden in dieser offensichtlichen Falle nicht Folge leisten, nicht wahr? Nicht wahr? Doch. Oh. Wir müssen unsere Männer zurückholen und diesen Verräter erledigen. Ich möchte übrigens zum Benefit des Spielleiters noch einmal darauf hinweisen, dass ich Totenangst habe. Mhm. Falls das vergessen wurde. Ja, wird jetzt spaßig. Alles, was du jetzt tust, ist um Totenangst erschwert. Ja. Sind nur 5 Punkte, aber ja. Und so geht es schlotternd hinter unserem feuchtlosen Anführer hinterher. Direkt hinter dem Steuer ist natürlich auch ein großes Loch im Deck, sodass man selbst hindurchspringen könnte. Auch wenn man nicht geisterhaft verschwindet, aber man könnte zumindest in die Planken ins untere Deck einbrechen. Okay, wie tief ist denn das nächste Deck sozusagen? Sicherlich 2,5 Schritt. Schafft man es ohne Problem runterzuspringen? Ja, also Selbstbeherrschungsprobe +3 und... Wir könnten auch den normalen Weg nehmen. Du könntest dich auch einfach draufsetzen und dich dann mit den Armen runterlassen, so wie normale auch, Leute es bei einem 2,5 Meter hohen Fall tun würden. Das könnte man auch tun, ja. Die Säbel einstecken und mich hinsetzen und mich dann runterhangeln. Dasselbiges, wenngleich weniger grazil als Abelmeer. Dann stehst du in so etwas wie in einem geisterhaften Abbild deiner eigenen Kajüte. Auch wenn es alles vom Wasser zerfressen ist, vom salzigen Geruch, der an ihm klebt, der Tang und die Algen, wohl einige Fische, die auch tot auf dem Boden liegen. So könntest du auch einmal enden. Aber von Rudern von Dabonia nichts zu sehen und zu erkennen. Zeigt euch, Verräter! Du kannst einen Ruf hören. Das erste Mal, dass irgendetwas an diesem Deck nicht tot ist. Einen geisterhaften Schrei der Angst. Verdammt. Kommt runter! Ich bin doch schon dort! Einso, gib dir mir den Stab! Danke. Wir müssen dort lang. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sehr genau iterieren, dass ich kein praktischer Nekromant bin. Und warum seid ihr dann hier nicht viel nützlicher?
Geister sollten doch euer Milieu sein. Wie gesagt, kein praktischer Nekromant. Weder die Beschwörung noch die Entschwörung liegen mir sonderlich. Ich kann euch nur etwas über sie erzählen, wenn ihr möchtet. Nun, dann hoffe ich, dass ihr euren Stab zu gebrauchen lässt. Ihr werdet den brauchen, vermutlich. Oh je. Kommt schon. Ich ziehe mein Wandschwert und reiche es mit dem Griff voran, Diamant ist. Hier. Ist das ein Schwert oder ein Kurzschwert? Kurzschwert. Also kannst du das durchführen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, großartig. Dann beschaue ich mir das einmal, nehme es mit der linken Hand. Seid vorsichtig, ja? Dies ist aus dem Mondsilber aus dem Regengebirge. Sehr teuer. Aber wenn es hier auf dem Schiff zurückbleibt, dann bleibe ich auch mit ihm auf dem Schiff zurück. Hervorragend. Ja, du kannst sehen, es ist absolut unbenutzt. Ja, wartet. Und während ihr euch in das Innere des Schiffes der Geistertriräme fallen lasst, können die anderen immer noch an der Reling stehen und langsam hinübertreten. Rafim, Zolamin, Boltax, Francesca Paligan ist neben euch und Magister Kohlraben. Nun, folgt mir. Wir müssen sie finden. Vermutlich ist sie irgendwo unten. Rafim, ja, du hast Ahnung von Kriegsschiffen. Wo werden denn Gefangene aufbewahrt? Naja, die unteren Decks nehme ich an. Gut. Ja. Du übernimmst die Führung und Zulamin bildet die Nachhut. Und wir folgen in der Mitte. Ordne ich an. Ja, hast du angeordnet. Genau. Ja, mit diesen Worten würde ich mal nach einer Tür, einer Luke, ähnliches nach unten suchen. Ja, nach unten wirst du hier aktuell nichts finden, aber du kannst nach unten blicken. Dort sind wohl mehrere weitere Stockwerke nach unten, die man dann wohl noch das Schiff betreten könnte. Du siehst aber zahlreiche Türen, die von hier aus abführen. Natürlich auch Treppen, die nach oben führen, aber von hier aus gibt es erstmal nur Türen, entweder auf der Nordseite bzw. an den Bug oder aber an dem Heck. Da gibt es auch mehrere Türen, die ins Innere führen. Oder aber du brichst mit deiner rohen Gewalt die Ladeluke nach auf, die dort eben vor dir angebracht ist. Ja, das klingt perfekt. Eins der Löcher könntest du auch benutzen, dann benutzt du zwar keine richtige Treppe nach unten, aber einfach nach unten springen ins nächste Unterdeck, das geht natürlich auch. Ja, dann möchte ich versuchen, die Ladeluke zu öffnen. Ja, weil wenn du das Loch benutzen würdest, würdest du keine rohe Gewalt benutzen und das wäre ja schon schade. Richtig. Eben drum.